was a school of magic rhymes. It prophesied the mystic nights. It drew young heroes brave and bright. Then the dark forces came, brought the people endless pain. Now the children have no fear, 'cause they know that mystic nights are here. Mystic nights have come to save our lives. Mystic nights have come to save our time. Mystic nights are here now. Mystic nights. Der König ist einen Tag überfällig. Wir müssen uns nicht aufregen. Er hat es befohlen, geht hier immerhin um die Nordmänner. Ihr wisst doch, wie die sind. Ich habe in meiner Heimat auch Geschichten über die Nordmänner gehört. Es soll ein sehr kriegerisches Volk sein. Der König wollte sie ehren. Deshalb ist er mit seinen höchsten Befehlshabern dorthin gegangen. König Connachar müsste wissen, dass man mit den Nordmännern nicht verhandeln kann. Vielleicht sitzt er schon im Gefängnis oder noch Schlimmeres. Ach, mal den Teufel nicht an die wir Wand. Wir müssen was unternehmen. Sollen wir Däumchen noch drehen? Noch keine Nachricht von meinem Vater? Nein. Hab keine Angst, Deirdre. Er kommt bald wieder. Ich wünschte, ich könnte mich ihm endlich mal beweisen. Tja, Garrett, das könnte die goldene Gelegenheit für dich sein. Brechen wir auf. Öffnet das Tor! Was ist dir geschehen? Ist alles in Ordnung? Prinzessin Deirdre, wir konnten nichts tun. Die Nordmänner waren zu stark. Euer Vater... Wo ist er? Er ist gefangen genommen worden. Verrat, ich hab's euch gesagt. Gab es einen Kampf? Es war ein Hinterhalt. Sie hatten ein Ungeheuer auf ihrer Seite. Wir haben getan, was wir konnten. Aber es hat sich den König gegriffen und ist weggeflogen. Ich habe versagt. Verzeiht. Ihr habt euer Bestes gegeben. Geht ins Schloss und lasst eure Wunden versorgen. Danke, Prinzessin. Die Klippen sind nicht weit von hier. Gehen wir die Nordmänner suchen und holen wir Connachar zurück. Das werden diese elenden Verräter bereuen. Seht doch! Alles Schiffe der Nordmänner! Ein ganzes Bataillon Soldaten auf jedem Schiff. Und es sieht nicht gerade so aus, als wären sie zu Friedensgesprächen hier. Gut erkannt. Ihr müsst die mystischen Ritter sein. Ich habe von euch gehört. Und ich bin nicht beeindruckt. Vielleicht soll ich deine Meinung ändern, Nordmann. Das kannst du gern versuchen. Bei dem Versuch wird es nicht bleiben. Warte! Lass Garrett das regeln. Die Felsen von Kelt sind hart. Los, weiter! Was ist Garrett? Die Felsen von Kelt sind hart. Ihr wollt doch Connachar sicher irgendwann mal lebend wiedersehen. Wo ist unser König? Sprich! Ihr müsst Deirdre sein, hm? Er hatte recht, ihr seid wirklich so schön, wie euer Vater gesagt hat. Was sind deine Bedingungen, Nordmann? Nennt mich Darius, schöne Prinzessin. Ich will das Gewicht des Königs in Gold und Juwelen. Gut, ich überleg mir deinen Vorschlag. Wir kommen in 2 Tagen wieder zu euch. Wenn ihr nicht zahlt, so werdet ihr euren Vater nie wiedersehen. Das Gewicht des Königs in Gold? Ist denn in der Schatzkammer so viel? Die wollen nicht nur Gold, die wollen unser ganzes Land haben. Sollen wir ihre Lösegeldforderung ignorieren und lieber kämpfen? Wir können doch nicht das Leben des Königs riskieren. Wenn wir nichts tun, nehmen sie die ganze Insel ein. Angus hat recht. Hat er gesagt, ich habe recht? Wenn diese Eindringlinge für Kelts eine so große Gefahr darstellen, dann ist Temra doch genauso in Gefahr. Temra? Was interessiert uns Temra? Denk nur an das alte Sprichwort, Rowan. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das hieße eine Allianz mit Maeve. Darf man so einer Frau trauen? Wir haben gar keine andere Wahl. In König Connachars Abwesenheit liegt die Entscheidung bei Deirdre. Prinzessin? Maeve ist unsere einzige Hoffnung. Wir brechen sofort nach Temra auf. Die Flotte
Flotte der Nordmänner liegt vor der Küste, bereit zur Invasion. Und mein Vater ist ihr Gefangener. Unsere Armee kann allein nicht gegen sie bestehen. Sollten Kelts und Temra sich nicht zusammentun, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die ganze Insel ihnen gehört. Vielleicht würde Kelts ja fallen, aber doch niemals Temra. Ich überlege, eine Allianz mit den Nordmännern einzugehen, um sie zu benutzen, mein Reich zu vergrößern. Nein, meine Königin! Wie kannst du es wagen, mir zu widersprechen? Verzeiht mir, meine Königin. Aber die Nordmänner sind Eroberer. Sie machen keine Gefangenen und sie brauchen auch keine Verbündeten. Irgendwie nach meinem Geschmack. Wie ihr wollt. Ich akzeptiere also euren Vorschlag, solange es meinen Interessen dient. Und als Geste des guten Willens wird Torg euch auf der Suche nach Konoha begleiten. Eine weise Entscheidung, Maeve. Wir werden sehen. Aber versteh mich richtig. Wenn das alles vorbei ist, sind wir zwei wieder Feinde. Rowan, du und Alva, ihr geht ins Schloss zurück. Das ist doch völliger Unsinn. Was sagst du bitte? Natürlich willst du deinen Vater suchen, aber du bist regierende Königin von Kelts. Dein Platz ist im Schloss. Dein Volk braucht dich. Rowan hat recht, Deirdre. Wir finden ihn schon. Wollt ihr hier noch lange rumreden oder endlich aufbrechen? Still, ich hätte es sowieso lieber, wenn du nicht dabei wärst. Es muss dir auch nicht gefallen, Angus, aber es wäre taktisch sicher klug. So oder so, ich werde ihn ständig im Auge behalten. Hört jetzt auf. Rowan, du, Garrett und Angus, ihr geht mit Talk. Alva, du kommst mit mir nach Kelts. Habt ihr meinen Vater bis morgen Abend nicht gefunden, kommt ihr so schnell es geht zurück. Wir brauchen jeden Mann, den wir haben. Für Kelts. Für Kelts. Für Kelts. Nach meinen Informationen sollen die Nordmänner dort unten ein Lager aufgeschlagen haben. Und da ist bestimmt auch Konoha. Na dann, geh du voraus. Oh nein. Nach dir, mein Freund. Ach, nein, 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 nein. Wisst ihr, ich hab Angst. Das ist ja nicht auszuhalten. Rowan, warten wir doch, bis es Nacht ist und gehen im Schutze der Dunkelheit. Wir haben keine Zeit. Bleibt hinter mir und lasst euch nicht sehen. Sie sind weg. Was im Namen von Lu? Vorsicht! Geht in Deckung! Was ist das für eine Bestie? Die Nordmänner haben uns ihr Haustier dagelassen. Ich versuch's mit dem Steinkolben. Es nützt nichts. Lebt wohl, ihr Herren Ritter. Torg! Hey, wo gehst du hin? Der Feigling rennt weg. Nein, das war eine Falle. Wenn die Nordmänner Illusionen sind, dann hat Maeve den König entführt. So viel ist klar. Und sicher greift sie noch heute Kelts an. Wir müssen Deirdre warnen. Soll ich gehen? Nein, erst müssen wir den König befreien. Aber Deirdre und Aiwa werden unsere Hilfe brauchen. Wenn Maeve nach Kelts zieht, ist ihr Schloss sicher ungeschützt. Na, dann sollten wir den König da jetzt rausholen. Also, auf nach Temra. Los geht's. Ja. Ganz ehrlich, diesmal bin selbst ich über meine Klugheit erstaunt. Ach, tatsächlich? Aber war es nicht Mai, dass Illusionen der Nordmännerflotte die Konoha und die mystischen Ritter zum Nahen gehalten haben? Und hat nicht Mai da die Riesenfledermaus heraufbeschworen, die in diesem Augenblick Rowan vernichtet? Habt ihr mir darauf gar nicht zu antworten? Ja, das hätte ich fast vergessen. Wenn sie zahlen, könnt ihr das Lösegeld für Konoha behalten. Ich weiß doch, wie sehr ihr auf Gold steht. Ihr beleidigt mich, Maeve. Ihr solltet nie vergessen, wer die Macht hinter eurem Thron hat. Der Krieg mit Kelts ist noch lange nicht vorüber und dann gilt es noch, diesen Finnvara und Tir-Nanuk zu bekämpfen. Seid bitte nicht so dramatisch, Maida. Und ihr seid bitte nicht so arrogant, werte Königin. Die Zukunft ist nirgends festgeschrieben. Nein, ist sie nicht. Torg, bring den Gefangenen. Dafür wirst du bezahlen, Torg.
Ich hoffe, es gefällt euch hier. Ihr bleibt vermutlich etwas länger bei uns. Eure liebe Tochter hat das Lösegeld bisher nicht gezahlt. Das erwarte ich auch nicht. Eure Allianz mit den Nordmännern ist Wahnsinn. Ihr besiegelt das Schicksal der ganzen Insel. Ihr seid so einfältig. Es existieren keine Nordmänner. Euer Zepter, meine Königin. In einem habt ihr recht. Das Schicksal dieser Insel ist besiegelt. Drei von den mystischen Rittern werden gerade von meiner Riesenfledermaus gejagt. Und die arme kleine Königin Deirdre muss ihre neuen Verbündeten aus Temra innerhalb der Mauern von Kelts willkommen heißen. Infame Betrügerin! Ich denke, ihr solltet vor eurer neuen Königin niederknien. Niemals! Die Stärke von Kelts liegt nicht bei seinem König, sondern bei seinem Volk! Dieses Volk wird morgen um dieselbe Zeit, so wie ihr, vor mir niederknien. Kelts ist verloren. Hier rüber! Bereit? Bereit! Feuert, los! Maeve's Schloss liegt direkt vor uns. Garrett, du wolltest dich doch beweisen. Hier ist deine Chance. Rette den König! Schon auf dem Weg. Und versuch nicht, den Helden zu spielen, indem du Maeve allein angreifst. Los! Geh schon! Feuer frei! Wir brauchen unsere Rüstung! Dann komm! Feuer tief in mir! Erde wohl unter mir! Und jetzt nochmal! Schick ein Bataillon ins Felsental, um unsere Stellungen dort zu verstärken. Ich glaube nicht, dass die Nordmänner diese Strecke wählen werden. Darf ich stören, meine Königin? Was Neues von meinem Vater? Nichts, tut mir leid. Spähtrupps durchsuchen die ganze Insel. Aber der Hauptteil unserer Soldaten verteidigt die Grenzen. Danke, ihr könnt gehen. Kommt mit. Ich dachte, ihr wolltet das Lösegeld nicht bezahlen. Nur zur Sicherheit. Es ist alles, was wir haben. Aber ich werde nichts unversucht lassen. Ihr macht das alles sehr gut, meine Königin. Königin. Ich kann mich noch immer nicht dran gewöhnen. Ich bin noch zu jung für den Thron meines Vaters. Ihr übernehmt nur seine Rolle, Deirdre. Nicht seinen Thron. Dafür habt ihr noch Zeit. Denkt immer daran. Für diese Rolle wurdet ihr, die einzige Tochter des Königs, geboren und großgezogen. So hatte ich mir das Ganze aber nicht vorgestellt. Nur wenig geschieht im Leben so, wie man es sich vorgestellt hat. So. Das Beste, was ihr jetzt tun könnt, ist, bereitet euch auf die kommende Schlacht vor. Und ruht euch noch etwas aus. Das mache ich. Ich wäre lieber mit den anderen auf die Suche nach Vater gegangen. Die schaffen das schon. So wie ich Rowan kenne, liegt bei ihm alles in den besten Händen. Die Waffen zeigen keine große Wirkung. Sehr treffend beschrieben. Versuchen wir es mit den Panzerhandschuhen. Der steckt alles weg. Wir haben noch eine letzte Chance. Hyren, Drache der Wagnis, ich rufe dich. Mein König, ich will euch hier rausholen. Kommt schnell! Wir sind getäuscht worden. Die Nordmänner waren nur Trugbilder. Weiß Deirdre auch schon davon? Nein, aber sie wartet auf uns in Kelts. Tretet zurück. Ich hole euch raus. Na, sieh mal einer an. Mein alter Freund Garrett. Ich habe noch eine kleine Rechnung mit dir zu begleichen. Aber gerne. Seid vorsichtig, Garrett! Diese komische Fledermaus ist zu mächtig. Lange können wir hier nicht mehr durchhalten. Tyrant!
solltest du, Pirate! Volltreffer! Nächster Schuss! Richtig, beeilen wir uns. Garrett braucht uns vielleicht. Los geht's! Du hast dich auf die Seite des Verlierers gestellt. Dafür wirst du jetzt bezahlen. Das werden wir erst noch sehen. Ah! Garrett, eure Rüstung! Mächtiger Wald vor mir! Zwillingsaxt! Gar nicht schlecht, Nate. Das war dann der fünfte mystische Ritter. Aber er ist nicht allein. Tut mir leid, Maeve. Ihr? Jetzt wird erstmal erledigt, weshalb ich hergekommen bin. Mein König? Maeve, es ist aus. Die Falle ist aufgestellt. Und Deirdre ist die Maus. Wenn ihr meine Tochter bedroht, geht ihr zu weit. Mich könnt ihr vielleicht kriegen, wenn ihr hier bleibt. Aber Schloss Kelts fällt. Egal wie, ich gewinne. Lassen wir sie. Deirdre braucht uns. Beeilung! Torg, was macht ihr denn hier? Wo sind Rowan und mein Vater? Wir sind von der Riesenfledermaus angegriffen worden. Die Ritter haben heldenhaft gekämpft, aber wir konnten ihr nicht standhalten. Nur ich konnte mit außerordentlich viel Glück entkommen. Ihr meint, sie sind alle... Verstehe. Euer Schloss ist nur schlecht gesichert. Die meisten der Soldaten suchen meinen Vater. Keine Sorge, Deirdre. Die Nordmänner werden für das bezahlen, was sie euch angetan haben. Jetzt! Wenn sie nicht sprechen können, können sie auch ihre mystischen Rüstungen nicht herbeirufen. Aufhören! Lass die Königin los! Wachen! Hierher! Halt, Männer von Kelts! Keinen Schritt weiter stehen bleiben! Sonst ist eure Königin erledigt! Legt eure Waffen nieder! Schließ die Tore! Werft sie ein! Der König! Vater! Los! Zeigen wir den Temras, dass wir hier in Kelts von ihnen halten! Darf ich? Auf sie! Geh zurück und kämpfe, du armseliger Feigling! Ergebt euch, Temras! Der Sieg ist unser! Ja! Das war eine Meisterleistung. Bald hätten wir alles wegen einer Illusion verloren. Es wird eine Weile dauern, die Bürger von Kelts zu beruhigen und ihnen klarzumachen, dass es keine Invasion der Nordmänner geben wird. Maeve hat all ihre Kraft in diesen Plan gesteckt. Sie hat schreckliche Verluste gehabt. Sie will sogar einen Waffenstillstand. Na, mal sehen, wie lange das anhält. Vor allem möchte ich Garrett danken. Er war sehr tapfer. Es wäre mir eine Ehre, euch anzubieten, Bürger von Kelts zu werden. Das würde ich mit Freuden annehmen. Bist du eifersüchtig? Auf Garrett und Deirdre? Ja. Nein. Vielleicht wärst du es besser.